Ganz ehrlich, ich bin kein Pirat. Ich mache nicht sowas, dass ich irgendwelche Schiffe überfalle und dann alles mit der Mannschaft teile, als ob wir hier Kopfgeldjäger Beutefänger wären. So, das heißt, Tikawara erstmal. Na komm, fahren wir so hier ein bisschen entlang. Ach ja, Moment. Ja, stimmt, du bist nicht mehr verletzt, also kannst du auch wieder an deinen Posten gehen. Wobei, nee, ich lass dich dort, dass du mehr Erfahrung als Chirurg sammelst und unsere Leute schneller heilst. Hey, hier ist wieder eine Insel mit Obst und Wasser. Die sack ich doch glatt ein. So. Das Deck der vielen Dinge. Hey, halt mal, warte mal kurz. Du bist ein DLC-Schiff. Mist, ich habe da irgendeinen Text weggeklickt. Reparaturvorräte, 4 Stück. Damit kann ich auch gut leben. Weil also das Schiff war eh etwas beschädigt. So, und jetzt südlich nach Tikawara. Könnt ihr auch einfach Tikawara hier anklicken. Also ja, Essen hält gut, wenn ich nur 4 pro Tag brauche, dadurch, dass ich es koche. Und trinken eigentlich auch. Okay, ich bin fast in Tikawara angekommen. Das ist gut. Gibt es irgendeine Beschreibung, Maya, wo dein Haram ist in Tikawara? Also dann suchen wir ihn einfach mal schnell. Der wird ja hoffentlich nicht zu weit weg sein, hoffe ich mal. So. Pikeo? Bist du das schon gleich? Nein. Wie war You Pikeo need something? nochmal? I shall. Oh, ach ja. Kann ich mir mal die Briefe angucken vielleicht? Brief mit Wein und Schießpulvergeruch? Ja, das war das von Eldis. Kapitän Enkvasts Schatzkarte. Trunkene Hügelgräber. Pläne der Schatzkammer? Nö. Also ich glaube, ich sehe ihre Briefe nirgendwo. Schädel. Stein extrahieren.
Siegel des Todesschutzstein. Ah. Okay. Also ja, jetzt nochmal zurück hierzu. Harama. Hm. Du bist Vektor. Ja, es ist jetzt echt die Frage, wo genau Harama ist. Ach, da ist Harama. Okay. Der Breitschuldige am Maun in der Mitte des Gedränges tritt vorsichtig einen Schritt zurück. Sein Blick bleibt an den Stammesangehörigen haften, die um ihn herumstehen, und seine Hand bleibt immer in der Nähe seiner Waffe. You've all got the wrong idea. I'm waiting for a shipment of sailcloth from the homeland. Is that going to be a problem? Ihr seht das alle völlig falsch. Ich warte auf eine Ladung Segeltuch aus dem Heimatland. Ist das etwa ein Problem? Sein Gesichtsausdruck versteinert sich, als er die angedeutete Drohung über die Lippen bringt. Then what say you about this? Coded gibberish, or I'm an Orlan. Was sagst du dazu? Das ist nichts als kodierter Unfug, oder ich will ein Orleaner sein. Jemand aus der Menge wirft Harama ein Bündel Papiere vor die Füße. Die versammelten Stammesangehörigen murmeln ihre Zustimmung. He's about 2 seconds away from starting a brawl. I've got to step in. Verdammt, er ist nur 2 Sekunden von einer Schlägerei entfernt. Ich muss dazwischen treten. Maya legt die Stirn in Falten. Hat das etwas mit uns zu tun? Maya ignoriert dich mit einem Stirnrunzel und wendet ihre Aufmerksamkeit der Menge zu. Sie räupert sich laut genug, dass etliche Köpfe nach deiner Gruppe sie nach deiner Gruppe umdrehen. Ein Einzelner gegen eine ganze Meute, ist das nicht unbedingt ausgeglichen? Hast du jemals von einem gerechten Kampf gehört? Maya lässt die Knöchel knacken und rollt die Schulter. Company warships blow our canoes to splinters, and you call us unfair? You foreign imps are all the same. Ah, die Kriegsschiffe der Gesellschaft haben unsere Kanus zu Kleinholz verarbeitet und du nennst uns unfair? Ihr fremden Imps seid doch alle gleich. Haram wendet sich dir und Maya zu, zeigt jedoch bis auf einen Funken Dankbarkeit kein Anzeichen eines Wiedererkennens. Wo liegt denn hier das Problem? Halte mich da einfach raus. Angreifen, eine wütende Meute ist die Meute, die ich am wenigsten leiden kann. Wo liegt hier das Problem? Surely a shark circle spilled blood. This one has been casting an unwelcome shadow on our village. Dieser Kerf wirft einen unwillkommenen Schatten über unser Dorf. Das ist so sicher, wie es sicher ist, dass Haie um vergossenes Blut kreisen. Einer der Dorfbewohner tritt vor und zeigt auf Harama. Harama. We found coded documents in his quarters and he defended himself with lies. Outsider spy. Wir haben in seinem Quartier kodierte Dokumente gefunden und er verteidigt sich mit Lügen. Er ist ein Spion. Der Fremden. Die versammelten Dorfbewohner murmeln ihre Zustimmung. Wie kommst du auf den Gedanken, es könnte etwas Übles dahinter stecken? Können wir uns nicht wie zivilisierte Gestanden unterhalten? Nehmen wir mal die 1. Because Rauatai hungers after these isles, like a tiger lurking in the tall grass and wetting its chops. Weil es Rauatai nach diesen Inseln dürstet, wie ein Tiger, der sich im hohen Gras verbirgt und sich die Lippen leckt. If you townies are dumb enough to go blundering into an alpha predator, you deserve what's coming to you. Wenn ihr Städter dumm genug seid, einem Alpha-Jäger die Quere zu kommen, habt ihr genau das verdient, was euch bevorsteht. Maya nimmt eine straffe Haltung ein und schüttelt den Kopf. Who are you to speak in his defense? And who is your traitor friend who postures like she is not one of us? Wer bist du denn, dass du ihn verteidigst? Und wo ist deine Verräterin von einer Freundin, die so tut, als ob sie nicht eine von uns wäre? Höhnische Rufe sind zu hören, rüpelhafte Gesten sind zu sehen. Viel davon ist gegen Maya gerichtet. Ich bin derjenige, der den Zorn Berats auf eure Häupter hinabbeschwört. Maya, möchtest du das vielleicht ein wenig näher erklären? Siehst du, was sich da gerade aus dem Staub macht? Der letzte Rest meiner Geduld. Nehmen wir mal die 2. I've got better things to do than listen to a bunch of islanders argue over who wants to die first. Wow.
Ich habe Besseres zu tun, als mir anzuhören, wie eine Bande Inselbewohner sich darüber streiten, wer als erster sterben will. Maya greift nach ihrer Waffe und drängt vor. Die Menge weicht von Maya zurück. Ihr Sprecher hebt die Hand. Eine Hawana, die speaks for agents of Rauatai, ist kein Freund der Tribes. Sie und ihr Bird will share in his fate. Ein Huana, der für die Vertreter von Rauatai eintritt, ist kein Freund der Stämme. Sie und ihr Vogel werden sein Schicksal teilen. Seine ausschweifende Handbewegung umfasst sowohl Maya als auch Harama. Ich weiß bereits, dass ich ungeschoren aus der Sache hervorkommen werde. Wie sicher bist du dir dessen? Der Anführer zieht scharf die Luft ein und betrachtet forschend die Gesichter seiner Nachbarn und Stammesgenossen. Das dachte ich mir. Maya verschränkt mit einem versierten Grinsen die Arme. Harama, wir werden Augen auf dich haben. Cause no trouble. Harama, wir werden dich im Auge behalten. Mach bloß keinen Ärger. Der Anführer der Bande deutet von seinen Augen auf Harama, so signalisiert er, dem Rest zu verschwinden. Mit dem Helm auf dem Kopf sieht er irgendwie komisch aus. I owe you thanks for that, stranger. Dafür schulde ich dir Dank, Fremder. Der hühnhafte Rautaner entspannt sich. Seine Blicke schweifen über deine Gestalt, dann nickt er zustimmend. Das ist doch endlich einmal ein angenehmer Anblick. Er wendet sich Maya zu. Ein Lächeln erhält seine Gesichtszüge. Ist das der kleine Ishiza? Nun komm schon her, du alter Schrecken. Harama öffnet die Arme und Mayas Vogel trippelt begeistert näher und pickt nach Haramas Schienbein. Ishii nicht, du weißt nicht, wo er gewesen ist. Maya zieht die Augenbrauen in die Höhe und lächelt unwillkürlich. Willst du mich nicht vorstellen? Machen wir mal nichts sagen. Ich würde sagen, lass uns die nächste Schenken aufsuchen und miteinander auf das Leben anstoßen, aber diesmal bin ich womöglich ausnahmsweise einmal der Außenseiter. Mit einem neugierigen Grinsen begutachtet er dich. Captain, das ist Harama. Wir waren Schiffskameraden auf der Schwibbogen. Sie nickt ihm zu. Ihr Blickkontakt hält einen zusätzlichen Augenblick über an. Das ist eine mögliche Bezeichnung dafür. Man könnte auch sagen, wir waren... That's enough out of you. Treue Diener des Heimatlandes, genug von deinem Geschwätz. Maya fasst sich an die Stirn und schüttelt den Kopf, verwirkt dabei ein Lächeln. Ich fürchte, dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Der Befehl kommt von ganz oben. Sie reicht ihm eine Pergamentrolle. Sein Gebaren verhärtet sich in dem Augenblick, in dem er das Siegel des Sendschreibens bricht. Harama schlägt mit der Zunge über seine Zähne und hebt das Pergament an, um es gegen eine Lichtquelle zu betrachten. Thank you, Maya. I've been waiting for this. Wie ich sehe, treibt Tatsura wieder sein Unwesen. Ich danke dir, Maya. Ich habe darauf schon gewartet. Was hat Tatsura dir geschickt? Maya, why is he asking? Maya, warum fragt er nach? Harama sieht dich an und kneift die Augen zusammen, um für sich wenig mehr zu sagen. Later. I promise we can discuss it later. Captain, später. Ich verspreche dir, wir werden später darüber sprechen. I guess we're done here. It's been, well, sort of like old times. In a good way. Ich nehme an, wir sind hier fertig. Es war ein wenig wie in alten Zeiten, auf eine gute Weise. Maya grinst und schämt die Hände gegen die Hüften. Vor allem, wenn ich dich kommen und gehen sehe. Wenn sich der Staub erst einmal wieder gelegt hat, können wir vielleicht... Er bricht ab und wechselt das Standbein. Das würde mir gefallen. Ishii hat dich schrecklich vermisst. Good luck in your travels and other adventures. Ishii's a... You keep your feathers clean. Du musst nicht mehr sagen. Viel Glück bei deinen Reisen und deinen anderen Abenteuern. Und du, Ishiza, halte deine Federn sauber. Er salutiert und Maya tritt mit einem Zwinkern zurück. Jetzt will ich es aber doch mal wissen. Ich scheine die Dinger doch im Inventar zu haben. Okay, ich kann sie nicht öffnen. Diese eng zusammengebundenen Schriftrollen tragen das Zeichen der königlichen Todesfeuergesellschaft. Ja. Das ist der Godkiller rum. Den ich lustigerweise immer noch habe. Ja. Harama hat sein Sinnschreiben erhalten. Gut, da die Zeit nicht mehr reicht, gehe ich aber wenigstens noch aufs Schiff und lasse Tikawara hinter mir. Die Insel mag mich eh nicht sonderlich.
So. Dann umrunden wir schon mal Tikavara. Und ich würde sagen, dann machen wir hier dann mal unseren Cut. Nein, ich will dahin. Ich will den Spielstand speichern. Das ist jetzt LP046. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.